What's up, einen schönen guten Morgen. Next day back in the gym mit Axel und Ferdi. Und was machen wir jetzt, Bro? Bro, es gibt kein Uber. Es gibt kein Uber. Ja, Bruder. Wir rudern jetzt. Wir rudern, Bruder. Let's go. Kurze Warm-up-Session durch für heute. Und wie mein Trainingsplan in der letzten Woche aussah, beziehungsweise die letzten zwei Wochen, ich bin jetzt wieder umgestiegen, beziehungsweise mache einen Dreier-Split und den einfach wieder mit mehr Volumen, mehr Gewichten, um wieder schön die Muskeln aufzustacken. Ansonsten diese Woche war es trotzdem wieder ein bisschen anders. Und zwar habe ich etwas mehr Cardio gemacht, so wie heute. Oder gestern oder einen Tag davor, da ich morgen, wir haben heute Samstag, heißt, da ich morgen wieder an einer Competition teilnehme. Und zwar diesmal aber an keiner Bodybuilding oder Fitness Posing Competition, sondern an der Xletics Competition 2019. Und es gibt drei verschiedene Staffeln: 10K Run, 12K Run oder 14K Run, glaube ich. Und wir sind bei dem 12K Run dabei. Ich plus drei weitere Freunde. Und da geht es darum, 12 Kilometer zu runnen. Aber nicht nur das, sondern es sind verschiedene Hürden mit dabei. Heißt Sachen wie, dass du durch Schlamm krabbeln musst, dass du ich weiß nicht, über eine Mauer steigen musst. Du musst durch ein Eisbad tauchen. Also unglaublich viele verrückte Sachen. Ja, und darauf habe ich mich diese Woche nochmal vorbereitet und das hat einfach ein bisschen mehr Ausdauer gemacht wie die Tage zuvor oder wie die Wochen zuvor. Wer mich kennt, Hashtag Team No Cardio. Yes, aber diese Woche muss es mal sein, deshalb ich freue mich unglaublich auf die Competition, habe mich gut vorbereitet und jetzt geht es hier gleich runter in den nächsten Floor. Wir sind hier wieder im Fit One, heißt insgesamt 4 Stockwerke. Ein Base Athlete Shirt an. Auf geht's zum Workout. So, für mich heißt es relaxen und Axel. Axel macht hier die ganze Zeit Handstand. Und zwar. Yes. Nice. So, ich habe mich hier ein bisschen Mobility-mäßig aufgewärmt bzw. aufgelockert, während Axel hier noch gerade dabei ist, gleichzeitig, was er nicht weiß, habe ich mir hier einige Fragen zu dem Podcast-Interview aufgeschrieben, da ich ihn gleich interviewen werde. Und jetzt stimmt mein Fokus wieder. Yes. Heißt, wir nehmen gleich noch eine Podcast-Folge auf und ich freue mich schon mega. Geil. So, im Organic Store. Bananas. Ba 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 na na na. Ba 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 na na. Kennst du das Lied? Ba 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 na na na. Ba 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 na na na. Ba 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 na na na. Ba 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 na na na. Kennst du es nicht? Doch, kenn ich voll. Tada! Was brauchen wir noch? Datteln und... Aber gefilmt wird hier nicht. Gefilmt wird hier nicht? Okay.
brauchen Sie mich nicht so anzuschreien. Ich habe auch Gefühle. Okay. Es sind nicht nur Frauen, die Gefühle haben. Film weiter. What a nice style, bro. Let me do a close-up from this one. How sexy does this look? Sehr schön, bro. So, da hier, and say, da kommt hier nicht ein. Da hier nicht gefilmt werden darf, filme weiter. Wenn ich es richtig verstanden habe. So, wir nehmen jetzt gleich Podcast-Folge auf. Ax war so freundlich, um mir hier so eine geile Schmonky Bowl zu machen. Schmonky Bowl. Bro, was war alles drin, bitte? Einmal Schmonky Love. Wurst. Mehr Wurst. Noch mehr Wurst. Kürbis. Nein, Haferflocken. Also gefrorene Beeren, Bananen, Haferflocken. Dann könnt ihr noch Leinsamen dazu packen. Oder was auch immer ihr dazu packen wollt. Wurst. Ein bisschen Sojamilch. Wasser, Food Processor, obendrauf Peanut Butter, fertig. Da habt ihr das Recipe. Also, Schmonky Bowl mit Wurst und Milch und noch mehr Wurst. 10% von dem Code Schmonky auf jedes Wurstbrötchen, was du findest. No. Ready? Okay. Ich bin jemand, den es nichts mehr glücklich macht, als andere Menschen glücklich zu machen. So wie die Elfen haben es jetzt beschreiben. So konnte ich, glaube ich, auch unglaublich schnell kennenlernen, dass so eine Person ist, die erstens selber super glücklich ist, aber auch sehr viel Glück und Liebe weitergibt. What's up? So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe gerade eine unglaublich geile Podcast-Episode aufgenommen mit Axel. Und jetzt dürfte es auch bald soweit sein, dass ihr diese genau hier unten in der Beschreibung auschecken könnt. Das hat einfach mal in der Beschreibung schauen. Axel, ein unglaublich liebenswürdiger, netter Herzensmensch. Weshalb es mir wichtig war, mit ihm diese ganze Folge aufzunehmen. Jetzt geht's nach Hause. Von daheim steht noch ein wenig Arbeit an und dann geht's ab ins Gym, von dort aus weiter arbeiten und sonst was steht noch an. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich, was heute noch ansteht. Euch wünsche ich einen geilen Tag. Peace out.